Hallo liebe Freunde, liebe Schüler, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid alle gesund. So, heute werde ich für euch einen Teil von der fünften Schülergrad aufnehmen. Also ein paar Varianten, wie man mit Ellbogen angreift. Ja, was bei der fünften Schülergrad vorkommt. Ja? Okay, das Ganze werde ich auch auf Deutsch und auch auf Türkisch erklären, damit auch meine türkischen Schüler auch wissen und verstehen, was ich hier mache. So, liebe Freunde, wir fangen erstmal hier mit dem Latzer an. Wir kontrollieren die Arme und schocken runter, gehen zu Hals. Und plötzlich gibt er mir einen Ellbogen. Mein Arm geht zu seinem Armbeuger. Wenn er zu kräftig drückt und angreift, gehe ich nach hinten. Das ist das Erste. Also, ich will eigentlich von hier aus, bleibt mal stehen dort, ich will eigentlich von hier aus auf die Nase. Ich will ihn eigentlich angreifen. Ja? Achtet mal drauf, wenn ihr zu Ellbogen gibt, wird ihr hier einen Faxer bekommen. Wenn ihr zu viel hier rüber geht, bekommt ihr Ellbogen. Deswegen geht ihr zur Mitte, von der Mitte. So, wenn ihr weiter drückt, gehe ich nach hinten. Wenn ihr gesund seid, ja, könnt ihr mit dem Oberkörper nachgehen. Ja. Wenn er kommt, gehe ich leicht, ich gebe nach mit meinem Oberkörper, gehe ich nach hinten. Falls wenn ich Bandscheibenvorfall habe, untere Rückenmuskulatur, dann kann ich auch hier einen kleinen Schritt zurück und gehe ich vor. Ich gehe zurück und gehe vor. Da muss ich nicht mit meinem Oberkörper nachgehen und ganzen Druck auf die Stelle bringen, sondern ich gehe mit einem kleinen Schritt. Okay, das ist das erste Variant. Wir machen das Ganze auch von der Seite. Ich gehe hier rein, er gibt mir einen Ellbogen, ich kontrolliere und will hier vorgehen. Wenn er weiter Druck gibt, hier habe ich auch Druck unten natürlich, gehe ich sofort zu Trizeps. Ich will eigentlich hier einen hauen. Ich will ja gar nicht verteidigen, sondern ich will angreifen. Wenn die Arme aufeinander prallen und sein Druck ist stärker, gebe ich nach und gehe ich zu seinem Trizeps. Ja, das ist ein Lanzer-Ellbogen. Ja, ich ziehe ein bisschen mehr nach innen durch. So, okay, das ist das eine Variante. Vergiss erstmal hier unten Beinarbeit. Normalerweise, wenn ich mit Ellbogen arbeite, kontrolliere mir immer mit dem Knie. Knie ist ja immer Knie am Knie. Ja, aber das vergessen wir erstmal. Wir konzentrieren uns, was die Ellbogen betrifft. Okay, jetzt kommt auf Türkisch. Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Şimdi aynısını size Türkçe anlatacağım. Biz burada Latsav'dan kolları kontrol ediyorum, şok ediyorum, boyununa geçiyorum. Burada Doğan bana dirsek verdiği zaman kontrol ediyorum, arkaya geçiyorum. Amacım bunu kontrol etmek değil, amacım ona saldırmak. Saldırırken, yani yumruk atarken ve avucun içinde sorun değil. Kollar birbirine çarpıyor. Eğer onun baskısı güçlüyse, eğer güçlüyse arkaya geçip tricepsini kontrol ediyorum. Ve burada dirsekle saldırıyorum. Eğer size bir bel fıtığı varsa, arkaya yaslanıp eğer acı veriyorsanız, o zaman küçük bir adımla, eğer baskı gelirse hafif bir adımla geriye ve tekrar ileriye doğru gidiyorum. Yani adımlarımla çalışıyorum. Şimdilik siz dirsekleri, normalde dizler kontrol. Dirsekle çalıştığım zaman sürekli dizlerle birbirimizi kontrol ediyoruz. Bir de bu taraftan göstereyim. So. Hop. Eğer bel fıtığı varsa arkaya doğru gidip hop tekrar öne doğru, arkaya gidip tekrar öne doğru vücutla esnemeye o zaman gerek yok. Okey. Bu birinci varyant. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci varyanta geçeceğiz. So liebe Freunde, liebe Schüler, das war das erste Variant, wie man bei der fünften Schülergrad Lanzer-Ellbogen trainiert. Jetzt kommt die zweite Variante. Okay, ich stelle mich am besten erstmal auf der Seite, damit ihr besser seht. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci varyanta. Bu tarafa geçiyorum, daha iyi gözüksün diye. Şimdi dirsek geldiği zaman giriyorum buraya. Bastırınca, güçlü bastırınca arkaya doğru. Şimdi burada. Doğan geldiği zaman, bastırdığı zaman burada bu el yardım ediyor. Tabii ki sürekli bu elimi kontrol ettiği için burada bende bir baskı var. Buraya güç geldiği zaman panza şeklinde, bastırdığı zaman hop panza şeklinde. Burada
ve saldırıyorum. So. Okay, liebe Freunde. Okay, jetzt machen wir auch das nochmal von der Seite. Zweite Variante. Okay, hier, boom. Also denkt dran, ihr könnt auch mit einem kleinen Schritt zurück und wieder vorgehen. Oder ihr seid so flexibel, ihr setzt auch dabei Knie ein. Und er muss aufpassen. Er muss aufpassen, dass er mir hier nicht ins Ellbogen einläuft. Okay, arkadaşlar, bu ikinci variant. Şimdi gelelim üçüncü variant. So, liebe Freunde, das war die zweite Variante. Jetzt kommen wir zu der dritten Variante. Okay, dritte Variante machen wir so. Ich bin hier, er gibt mir Ellbogen, ich kontrolliere. Von hier aus ziehe ich ihn. Ziehe ich ihn, kontrolliere mit dem anderen Arm seinen Trizeps. Und wenn ich hier mit meinen Ellbogen angreife, macht er hier einen Tarnsau. Und er zieht und kontrolliert meinen Trizeps und will mir da Ellbogen. Ich mache mit Tarnsau, nehme ich diesen Druck auf und gebe ich ihm einen Ellbogen. So, wenn ich von hier aus einen runden Schock greift er mich sofort an, dann kommt der Wechsel. Boom. Ja, wenn er nicht aufpasst, bekommt er diesen Ellbogen voll ins Gesicht. So, okay. Machen wir das Ganze von der Seite. Er wird da wieder gut auf deinen Fall. Üçüncü Variante. Hop, buradan geliyorum. Evet, Kontrolle, Ellbogen, ziehen. Und Ellbogen. Okay, arkadaşlar, burada çekiyoruz, çekip vuruyoruz. Çekip vuruyoruz. Eğer aşağı doğru çekerse, bum, dirsek geliyor. Bam. Şey yumruk, ondan sonra sol tarafı yapıyoruz. Ve burada tanzav yaparak tricepsimi vuruyor. Çekiyorum, Ayşe öbür yumruk geldiği zaman tarafları değişiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu üçüncü variant. So, liebe Freunde, das war das dritte Variant. Man kann diese dritte Variante zum Übung, also für den Übungszweck, auch mit einem Arm trainieren. Also Knie zu Knie. Ich bin hier, nehme die einen Arm nach hinten, er will mir Ellbogen und er macht hier einen Tarnsau. Ja, ich ziehe ihn, er zieht mich und wenn er mich angreift, mache ich einen Tarnsau. Jetzt zieht er mich, wenn ich greife. So kann man auch das Gefühl dafür trainieren. Und aufbauen. Evet arkadaşlar, burada hisleri çalışmak için. Bunu sadece bir çalışmak amacıyla yapıyoruz. Buradaki hisler geldiği zaman tanza hop çekiyorum. O tanza yapacak. Doğan tanza yapacak. Ve burada saldıracak. Evet arkadaşlar. 5. öğrenci derecenin birkaç alternatif dirsek çalışmasını size gösterdim. Şimdiden iyi seyirler ve kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. So, liebe Freunde, dann pass auf euch auf und bleibt gesund. Pass auf eure Familien auf. Lasst euch gut gehen und wünsche euch viel Spaß beim Trainieren. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Und euer Sigung Hassan.